Und weiter geht es mit der Traumlok, zwar nicht mit Ace, den wir in der letzten Folge gehabt haben, und auch nicht mit Shanks, sondern mit, wie gesagt, mit Sabo. Und nach Sabo kommt auf jeden Fall Frankie. Aber zuerst Sabo. Es fehlt natürlich ein paar Münzen von Impeldown. Ich hoffe, die kriegen wir noch zusammen, damit die Spezialangriffsleiste voll wird. Und eine goldene Mütze bei Levelbegrenzung aufheben fehlt auch noch. Aber hier haben wir eine bekommen. Ich muss sagen, ich habe letzte Folge aus Versehen falsch gespeichert. Das heißt gespeichert, ich habe vergessen zu speichern. Musste die Münze natürlich noch einmal einsetzen. Aber ich habe sie privat schnell nochmal eingesetzt, damit wir hier nicht viel Zeit verlieren. Und 50 ist auf alle Fälle. Und bin mal gespannt, wie man mit ihm steuern lässt. Ja. Überall S bis jetzt. Sehr schön. Bei Steckbriefe allerdings ist es nicht unbedingt nötig, auf S zu gelangen. Muss man nicht. Man kann, aber man muss nicht. Dann würde ich sagen, holen wir doch erstmal Gecko Moria. Piraten des East Blue. Empfohlen Level 10. Okay. Alles gut. Oh nee. Das benutzen wir nicht nochmal. Erst mit den Steckbriefen habe ich mir gedacht, machen wir ganz zum Schluss, wenn wir alle Inselfelder auf S-Rang geschafft haben. Erst dann habe ich mir gedacht, machen wir die Steckbriefe. Also diese, die hier. Gut. Bleib bitte der Armee. Egal. Das ist ziemlich egal. Oh, kleine Karte. Fähigkeiten auswählen. Natürlich von ganz unten starten, jawohl. Ah. Die benutzt wieder bei Raffi. Raffi. Ich weiß jetzt nicht, ob es für ihn Charakter extra Fähigkeiten gibt, aber ich glaube nein. Schaden mit etwas erhöht. Anfälle. Weiße des Kapitäns. Automatisch gefüllt. Schleichattacke war neu. Etwas die Zeit, die Gegner gelähmt bleiben. Nö. Brauchen wir nicht. Der wird Attacken zugestoßen. Hm. Den Kopf behalten. Fleischkörper, übermütliche Stärke. Steigt, wenn die Gesundheit sinkt. Hoffen wir mal nicht. Des Anführers, jawohl. Verteidigung wird alle 500 K.O. erhöht. Das nehmen wir. Und los geht's. Natürlich auch den Rang S. Rang S zu der 8. Eki und Setomaru haben wir aus Verbündete.
Ja, so verspielt sich die Satellit. Mal sehen, mal sehen. Gute Charaktere benutzt hier zwei Parts. Schlechte, also die, wo man nicht so gut umgehen kann, dann nur mit einem Part. Aber ich hoffe, es ist bei Sapo nicht der Fall. Sehr schön. Das ging schnell. Ah, das war schnell. Okta rein. Gerade noch umgedreht. Gleich nochmal. Okay, lauf. Ich glaube, ich schaffe es nicht mehr. Nein. War ja klar. Rang B haben wir schon mal. Haben wir, das ist sehr schön. Okay. Ach, ihr wollt das 7 zu viel. Stimmt. Ja, okay, mit Sapo geht's. Das Feuer kann man lenken. Sapo ist jetzt zwar nicht so der Hammer wie bei Ace, aber es geht. Es geht. Er ist erledigt. Das ist gut. Ein Fleisch, der fliegt da auf ihm. Sehr gut. Auf in den nächsten Bereich. Lauf. Schaffen es sie noch? Jawohl. Gerade noch so, dann hole ich das Fleisch. Ja,
gut. Hier damit. Meins. Haben wir? Noch mehr. Sehr schön. Immer noch A. Und ganz nach unten. Oh, Impel Down, sehr schön, die brauchen wir. Ui. Noch mehr Impel Down, bitte. Wäre nicht schlecht. Nicht schlecht. Zu früh. Wir haben Rang S. Nice. Dann würde ich mal sagen, auf zum Boss. Sabu ist zwar nicht schlecht, aber Steuerung sehr gewöhnbedürftig. Also meins ist es jetzt unbedingt nicht. Das Kreuzfeuer von der Sabaro. Das ist gut. Sollte reichen. Nein, doch so viel. Nein, doch.
Erfolgreich abgeschlossen. Jawohl. Nein, das ist die Impel-Down, heben wir mal auf. Von Magellan braucht die Strohhüter auf jeden Fall nichts mehr. Von Hannibal braucht noch welche. Und Minotaurus. Der von Impel-Down, der geht noch ab. Ansonsten. Ja. Kämpfe gegen Moria. Wie gesagt, das machen wir ganz zum Schluss. Da ist wirklich jede Menge zum Holen. Wir fangen mit Teuersten an. Eieiei. Das wird noch teuer. Sappo gegen Moria. Wer gewinnt? Die Karte wird immer kleiner. Ja, was ist mit der Karte los? Die zwei aufheben. Magellan. Von mir aus einsetzen. Rest sparen. Gleich am Abend von Moria, der Bolten. Au, das wäre nur die Sanji-Partie. Sehr schön. Gegen zwei Frauen. Also Sanji. Werde hier schon mal schlecht. Hier ja. Im Nuchzi? Hoffentlich treffe ich alle. Ja, es geht. Da wird schon die Feld blaubiert. Also, okay, ist schon blau. Es ist bereits blau. Noch einmal. Wir wollen als Boss. Was verpasst? Ach, no! Erster. Komm ich gleich. Okay, ich glaube, ich bin noch oben.
Komplett. Ich bin schon da. Rang B. Sehr gut. Runter zum Low. Rechts. Links. Und hier drin. Jawohl. Ich habe Fleisch erhalten. Riesen Zombie. Rückzug. Lauf. Jawohl, Barkis. Das ist. Jawohl. Immer noch Speed. Rang B schlägt. Rang A ebenfalls. Ich brauche es. Ich glaube, das Wort ist schon nicht zu hören. Bin ich schon viel zu oft. Ah! Dann halt noch gegen sie. Das schicke. Bin noch nicht ganz fertig, ne? Doch immer noch ein Rang ist. Eisblock! Präsentor! Ja, ich habe es. Sehr schön. Perfekt. Okay, da ist schon ein bisschen blau. Geh ich mal hier hoch. Das war korrekt. Das ist so unwahrscheinlich. Ach, der kommt hier.
Sieg, jawohl. Und auf Raum ist. Das ist schön. Poste, wo wir erhalten, wir wollen. Ja, nein. Fähigkeit Dieben. Okay. Uriah kann jetzt an Kämpfen im Traumlock teilnehmen. Und auch im freien Lock. Sehr schönes Tafel. Das nächste Level 20. Fischmenschen vs. Tiermenschen. Entschuldigung. Ja, okay, Zeit haben wir schon. Ich dachte, es ist schon 2 Stunden vorüber. Nee. Machen wir. Was ein Trick. Legen wir mal los. Zornutzer, Fischmenschen. Zornutzer. Fischmenschen hatten wir schon mal. Glaube ich. Oder? Ja, nein, oder nein. Egal. So, wir. Nö. Nö, okay. Gut, Kampf beginnen. Ach, am Anfang die Legende. Kann ich das nicht? Ach. Es ist die Level, wo der Platz von Goldrutsche. Mir fällt der Name nicht mehr. Doch, wahrscheinlich wirklich Amt von der Legende. Doch. Ich schau mal nach. Sehr schön. Okay, man kommt langsam im Sapo rein. Man kommt langsam rein. Das ist schon mal gut. Am Anfang dauert es ein bisschen, aber sonst kommt man rein. Hannibal, jawoll. Okay, dem müssen wir sehr, sehr oft stumpfen. Für die Mütze. Komm rein.
Alle treffe ich, glaube ich, nicht. Real. Habe ich alle? Jawoll.準備。準備、よかった。準備、よかった。準備、よし、いいね。あんた強いんだね。私の男にしたくなったよ。今は耐える。耐えて戦うしかない。ダンアー、セッション。 Okay, lauf. Nein, andere Richtung. Nach rechts. Ich glaube, ich schaff's nicht mehr. Aber hier kann man noch Attacke freisetzen. Immer noch ein Auer. Ich gehe noch mal hier rein. Oh Mann, runter. Und die 12 ist, jawoll. Das will ich sehen. Jetzt aber. Große Fleischkölle. Guter Punkt. Sushi.
Das ist eine gute Bewertung. Erschienen. Sigi Moria. Aufklappen. Okay, da besiegen wir Moria. Gekko Moria, wo bist du? Hier bist du. Sehr schön. Ui. Hallo, als Boss. Cool, cool. Da bin ich, Junge. Double Power. Falsche Richtung. Perfekt. Feuer und Flammen. Mitten im Regen. Sehr schön. Nein. Okay, Mundraub. Eine Insel geht noch. Eine geht noch. Für drei Inseln ist das bei verdammt wenig. 1, 2, 3. Mehr haben wir heute nicht geschafft. Wir machen diese Ecke fertig. Euer rechtes Mihawk, den holen wir jetzt gleich. Nee, in der nächsten Folge. Nach die holendste Schönheit. Auch nichts für Sanji. Also mit Sanji ist hier echt sehr schlecht. Ich würde ihn lieber benutzen, aber gegen Frau leider nein. Robin Sami. Bin ich gleich dafür. Impel Town Gegner wäre natürlich besser. Aber gegen Blau und Batman Nero. Oder Puffy Fiesta, je nachdem. Okay. Würde ich mal sagen, Kampf beginnen. Ui, schon drauf ging. Cool. Oh, falscher Platz. Lauf, 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 lauf.
Das ist jetzt verdammt wenig. Ja, genau. Nicht ein einziger getroffen. Toll. Betrug. Voll Betrug. Ja, Alter. Die Ecke zu stellen, das war echt ein blöder Idee. Mann, Mann. Es ist so schnell blau. Soll ich zu schnell blau gehen? Weil ich brauche ja den. Genau. Gesundheit. Okay. Wenn das jetzt nicht trifft, dann ist es förmlich Betrug. Das ist Betrug. Wortwörtlich Betrug. Was soll das? Wenn das zu weit gibt, muss ich das nochmal machen. Ey. Das ist der Wahnsinn. Na, ich nochmal, zack. Schau mal, wie langsam der Gegner ist. Alles grau, alles, ja. Das muss jetzt treffen. Das gibt es nicht. Jetzt werde ich jetzt voll Pech. Wie immer, oder? Habe ich keine klasse Schimmel. Sehr gut. Echt unglaublich. Da ist wieder voll eingefroren. Jetzt siehst zu, dass das trifft. Danke. Wenigstens etwas. Wahnsinn. もうこの縄張りで好き勝手はさせねえ。さすがね。あなた来て勝てそう。あ、ウィッツスランあ。
Dafür viel zu viel. Treffe ich das? Ja, das treffe ich. Effekte. Alter, wie langsam spielen. Was geht da ab? Warum? Aber warum? Warum ist das alles auf Eis gelegt? Flamingo? Kommst du mit mir mit? Ist das ein Bug? Wenn ja, das ist ein sehr, sehr böser Bug. Darf eigentlich gar nicht vorkommen. Okay. So, weil das Zombies sind. Aber kann ja auch ein Bug sein. Nur weil das ja Zombies-Gegner sind. Wahnsinn. Das ist Belastung. Eine echte. Stell dir vor, ihr wollt so schnell auf S schaffen. Dabei geht sich auf S haben, bitte. Oder das ist Betrug mit. Das ist Belastung. Aber ich habe auf S keine Beschwerde. Keine Beschwerde. Wer beschwert sich hier? Ich. Da bin ich erleichtert, dass es auf S ist. Gott sei Dank. Das Level ist schrecklich. Ja, nee, ist klar. Den einen Gegner mache ich gleich. Okay, jetzt. Nach rechts und geradeaus. Hier geradeaus. Hey Bruno! Okay. Doch mal gut ausgegangen. Ausgegangen. Wo ist der Boss? Wer ist der Boss? Perona. Jawohl.
Nein, falsche Taste. Sein muss. Dann halt so. Liebe Freunde, ich danke mich fürs Einschalten. Das war's mit dieser Folge. Mit Sappo war es nicht so perfekt. Aber es geht. In der nächsten Folge nochmal mit Sappo und dann mit Frankie. Was es eben war, dass es auf einmal grau wurde und auf einmal alles so langsam war, das weiß ich nicht. Ich hoffe, es war wirklich nur ein Bug. In der nächsten Folge wird es ein Kampf gegen Mihawk. Sappo vs. Mihawk. Auch sehr interessant. Obwohl wir jetzt schon denken, wer gewinnt. Natürlich Sappo. Ich freue mich immer mehr auf mehr Abonnenten. Ich bedanke mich für jeden einzelnen Abonnent, der hier ist. Das freut mich mega. Ansonsten lasst ein Like da, wenn es euch gefällt. Teilen würde mich auch sehr freuen. Ansonsten bis bald. Habe die Ehre.